Was machen Schafe mit einer Posaune? Sie leben gemeinsam mit Thomas Breuer auf einem einsam gelegenen Bauernhof. Jetzt hast du aber lang hierher gebraucht. Aber ich erklär's trotzdem. Die Posaune, die spielt er nämlich. Und die Schafe, die füttert er. Wir haben ihn besucht. Hallo, ich bin der Thomas. So, jetzt schauen wir mal ins Bienenhaus. Mein Opa ist Imker und hat mit 12 Jahren schon seinen ersten Bienenstock gekauft. Hallo, ich bin der Gerald, der Bruder von Thomas. Ja, und da sind wir im Heubau und da, wo ich am liebsten heihupfen tue. Wow. In der Schnitzel, Spaghetti, Lasagne und ein paar Kennel. Wiener Schnitzel isst er sehr gerne. Er soll es zwar nicht, aber es ist sein Lieblingsgericht. So, und jetzt schauen wir, was geschafft dann. Jetzt viel Spaß mit Skateman. Im Original heißt er Skateman John. Heute besucht uns Skateman Thomas. Du bist ja berühmt, berüchtigt für deine Sketches. Die hast du ja schon in der Vorausscheidungsrunde vorgeführt. Mhm. Hast vielleicht auch noch einen kurzen Witz für uns auf Lager? Ja, der Lehrer fragt in der Stunde, wie hoch ist unser Schulgebäude? Fritzi zeigt auf und antwortet, 1,30 Meter. Der Lehrer schaut ihn verwundert an. Fritzi, wie kommst du denn darauf? Fritzi antwortet, ja, ich bin 1,51 Meter groß, aber die Schule steht mir bis zum Hals. Applaus für Thomas Breuer!